Hallo Leute, wieder ein kleiner Einblick in die Forschung. Ich habe gerade eine Studie gefunden, wo die Muttermilch von Menschen, also Müttern, untersucht wurde und man hat festgestellt, dass die Makronährstoffverteilung sehr große Schwankungen hat. Und das Wichtige daran ist, dass die untereinander nicht korreliert haben. Also es ist möglich, dass jemand, also eine Mutter, viel Protein hat, viel Fett und viele Kohlenhydrate. Es ist möglich, dass eine Mutter sehr wenig von allen Nährstoffen hat. Es ist aber auch möglich, dass eine Mutter ein Kind mehr oder weniger eine High-Fat-Ernährung gibt oder auch eine High-Carb-Ernährung. Warum ist das wichtig? In der Perfect Health Diet machen die Germinase ein Argument auf, dass sie eben sagen, okay, das ist das, was in der Muttermilch eben so vorliegt. Und weil der evolutionäre Druck mehr oder weniger die Muttermilch eben optimieren sollte, sei das eben die optimale Nährstoffversorgung bzw. das optimale Makronährstoffverhältnis. Das Argument ist für mich damit vom Tisch und ich werde das dann auch aus meinem eigenen Buch auch komplett herausnehmen. Was heißt das für die Perfect Health Diet? Es ist immer noch empfehlenswert, nur weil da ein kleiner Fehler ist. Jedes Buch ist voller Fehler, meins wird wahrscheinlich auch viele, viele Fehler haben, so wie jedes andere Buch eben auch. Die Perfect Health Diet ist weiterhin noch empfehlenswert, weil man da echt sehr, sehr, sehr viel lernen kann und es wenigstens auch eines der Bücher ist, die einem wissenschaftlichen Standard irgendwie gerecht werden. Soweit meine Forschung für heute. Ich wünsche euch alles Gute und bis demnächst.